Guten Morgen, Leute. Hier ist Alexei Kusnir. Ich wollte heute für den Start mal ein kleines Test machen zum Thema PowerShell Direct. PowerShell Direct ist ja eine Funktion oder eine Lösung, die mit Windows 2016 gekommen ist. Und zwar ermöglicht PowerShell Direct, dass wir von einem Hyper-V-Host auf eine virtuelle Maschine von Hyper-V zugreifen, ohne dass die virtuelle Maschine überhaupt irgendwelche Netzwerkverbindungen bereits hat. Ja? Lange Rede, kurzer Sinn. Ich möchte das kurz vorführen und man kann es ganz kurz, man kann es für verschiedene Sachen nutzen. Ich nutze zum Beispiel das Ganze automatisieren. Das heißt, wenn ich eine Virtualmaschine ausrolle, dann kopiere ich Sachen da in die Maschine, mache irgendwelche Konfigurationen, obwohl die noch kein Netzwerk hat. Und erst wenn die Netzwerk hat, dann kann man alles andere machen, wie AD-Join und so weiter und so fort. Aber gehen wir kurz zu einer Demo und würde mich freuen, wenn euch das gefällt. Also, ich habe ein bisschen was vorbereitet. Und zwar wir sind jetzt, also ich bin jetzt hier auf den Hyper-V-Host und auf diesem Hyper-V-Host liegt jetzt eine virtuelle Maschine. Ne? Es ist eine Windows Server 2016 Maschine und die ist halt drin. Wir gehen einfach mal rein. Ja, Hyper-V-Manager, einfach rechte Maustaste auf Verbinden. Ja, Verbinden. So. Nichts Besonderes gemacht. Ist einfach nur der Administrator einfach drin, erstmal ist nicht mal in der Domain drin, die ist gar nicht in der Domain drin, also die ist einfach nur eine neu installierte Maschine quasi. Und wie schon seht, der hat jetzt kein Netzwerk, heißt es nichts. Ja. Wenn wir mal die IP-Einstellung uns anschauen, dann seht ihr, das ist jetzt, er ist gar keine IP-Adresse definiert, also es ist eine reine IP-Adresse, die der Client sich selber zugefügt hat, weil er auch kein DHCP irgendwo in der Nähe ist oder sowas. Okay? Und ich möchte jetzt quasi euch zeigen, wie man zum Beispiel jetzt auf diese Netzwerkkarte zugreifen könnte. Sorry, wie man auf diese Netzwerkkarte zugreifen könnte, um diese zum Beispiel jetzt erstmal irgendwas auszulesen. Oder wie man auch Dateien in diesen virtuellen Maschine kopiert hat, kopieren kann, ohne dass er halt das Netzwerk erstmal besitzt. Wir würden jetzt ins C quasi in die Datei reinkopieren wollen. Okay? Also das ist unsere virtuelle Maschine. Dann gehen wir erstmal raus aus der. Und zwar auf unseren Hyper-V-Host. Unter den, ja, Laufwerk E habe ich hier eine Datei, die heißt test.data.txt. So. Und die möchte ich jetzt quasi in diesen virtuellen Maschine rein kopieren. Und das geht ja normalerweise nicht, wenn es kein Netzwerk hat. Ne? Wie soll es auch gehen? Man braucht Netzwerkverbindung, dann gebe ich meine Credentials ein und dann kriege ich einen Share und in diesen Share füge ich dann quasi meine Sachen rein, die ich möchte. Genau, und jetzt öffnen mal wir eine PowerShell-Session, mit der wir quasi diese virtuelle Maschine jetzt was einfügen möchten. Hier ist ein PowerShell Session als Administrator öffnen. Ja. Alles klar, dann haben wir unsere PowerShell Session. Jetzt gucken wir uns erstmal an, was für virtuelle Maschinen wir überhaupt haben. Das geht dann mit Get2M. Ich benutze auch die Tab-Taste, wie ihr gemerkt habt. Tippe zwar auch, aber geht auch manchmal schneller. So, wir haben jetzt eine VM, die heißt Win2016-PD, also PowerShell Direct. Und in diese VM möchte ich jetzt irgendwas einfügen. Und dazu gibt es halt in PowerShell einen Befehl, der heißt copy item, also copy item ganz normal. Und ich kann jetzt quasi etwas in eine Session rekopieren. To Session. So. Aber wir haben noch gar keine Session eigentlich. Also ich habe noch gar keine Session kreiert. Ich kann auch sowas nicht eingeben wie VM Name oder sowas in der Art. Das heißt, aber wir können vorher eine Session erstellen mit der VM nehmen und können es dann reinkopieren. Wie das geht, zeige ich euch hier. Erstmal speichern wir die Session ein Attribut quasi, die wir dann mit Copy-Item verwenden können. VM Pass Session. Wie ihr das nennt, ist euer Ding. Es ist einfach nur ein Name, ein Attribut. Genau. Dann New Pass Session. Genau. Und jetzt ist das Folgende dran. Jetzt könnt ihr sowas verwenden wie VM ID, also ihr könnt wirklich die ID der VM verwenden oder auch VM Name. Ja, das heißt Win 2016 Windows PD.
Und jetzt brauche ich natürlich noch die Credentials. Man kann natürlich Credentials extra in ein Attribut speichern, wenn jetzt einfach einmalig hier eingeben. Also minus Credentials, get Credentials, also Klammer auf, get Credentials, dann rufe ich einfach bei nochmal das CMDLet für get Credentials auf, dass es halt nochmal abgefragt wird, meine Credentials, die dann abgespeichert werden. So, ja, Benutzer war ganz normal Administrator. Das ist der Benutzer der VM, also die Virtual-Maschine, wo ich quasi unten besser, also eine Session herstellen möchte. Was sage ich euch nicht? Zack. Okay, eine neue PS-Session wieder erstellt. Perfekt. Jetzt möchte ich hingehen und möchte halt auf meinem Host liegt ja diese Datei unter E und möchte sie hier reinkopieren. Ohne dass ich ein Netzwerk habe. Tut mir leid, ich finde total dieses Feature total geil. Also als der Ben Armstrong das präsentiert hat, fand ich total geil. Ich mag dieses Feature. Nutze ich sehr oft auch für irgendwelche Automatisierungssachen. Also, copy item, ja, dann to session, dann die Session, den Session Namen, der heißt ja vor allem PS Session bei uns, okay, dann Cache, also von wo ich was kopieren möchte, ich möchte jetzt von meinem IPv-Host halt liegt eine Datei, die heißt so, ne? Unter E haben wir vorhin gesehen. Und die möchte ich reinkopieren in Destination. Also Destination ist gemeint jetzt den Platz, wo in der virtuellen Maschine, wo das liegen soll. Das C, also unter C einfach. Ich möchte in diese virtuelle Maschine unter C hier die Datei von Hyper-V-Host hier reinkopieren. So. Mehr will ich gar nicht. Okay. Zack. Das habe ich in HPVOS jetzt ausgeführt. Okay, die virtuelle Maschine. Und tada, da ist die Datei. Ist das nicht cool? Das ist ein tolles Feature. Mag ich total. Kann man verwenden, um zum Beispiel jetzt, wenn ihr eine virtuelle Maschine erstellt, automatisch. Das heißt, die wird mit PowerShell ausgerollt. Dann ist da in dieser virtuellen Maschine ein SysPrep, der wird gemacht. Oder war gar kein SysPrep noch oder sowas. Und wird anders konfigurieren, aber SysPrep wird gemacht. Die steht da, aber heute noch kein Netzwerk. Dann könnt ihr da so Dejoin-Dateien reinkopieren, damit halt die Maschine am nächsten Tag mal ein AD-Connect kriegt. Oder ihr könnt natürlich ganz normal einfach nur die Netzwerkkarte konfigurieren erstmal. Das heißt, die ist nicht konfiguriert, ihr geht da rein, konfiguriert in die Netzwerkkarte, stellt auf DHCP um oder eher andersrum, DHCP ist ja meistens Standard, sondern auf eine feste IP-Adresse, die ihr euch vorgenommen habt, vorher mit PowerShell, etc. etc. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, die ihr da nutzt. Auf jeden Fall, sehr coole Sache. Probiert es aus, testet es. Und ja, was kann man zusätzlich noch machen, wenn wir schon dabei sind? Einfach nur, also Netzwerksachen. Ich kann ganz normal die ganzen Invoke-Sachen ausführen. Es gibt ja die Befehl Invoke Command bei mir schon, die gibt es ja schon länger. Und da war normalerweise Computer nehmen. Das heißt Invoke Command und dann gar nicht gegen Computernamen. Das heißt eine virtuelle Maschine hat eine Netzwerkkarte und eine IP-Adresse oder einen Namen schon in DNS und gegen diesen Namen quasi mit den Berechtigungen, die ich habe für die Maschine, führe ich dann irgendwelche Sachen aus. Brauche ich eine Netzwerkverbindung logischerweise. Jetzt habe ich aber keine, kann ich aber trotzdem machen. Es gibt ein zweiteres halt eine Möglichkeit. Ich kann jetzt halt wirklich einen VM-Namen eingeben und nicht nur den Computernamen oder IP-Adresse. In 2016, PD, das ist unser Dings wieder. Dann haben wir unser Script-Block, in das wir etwas reinschreiben. Wir würden jetzt einfach mal die IP-Adressen, also die Netzwerkkarte einfach ausgeben lassen, die auf dem Host drauf ist. So, get. NetAdapter. Schreibe Klammer wieder zu. Und natürlich die Credentials, die wir brauchen für, also die Credentials von der virtuellen Maschine. So. Administrator. Also Credentials minus, also ich muss die Variable da hinten angeben, die gespeichert wird. Das habe ich erst vergessen. Und zack, kriegt man die Daten mit der Maschine. Und wenn ihr sagt, okay, ja, also ich könnte auch ganz normal irgendwas anderes eingeben.
muss es nicht bauschelmäßig sein, nehmen wir einfach unser cmd-Befehl ipconfig, also minus credentials, ne? Und credentials muss ich nochmal out eingeben. Und zack, seht ihr die IP-Adresse von der Virtual-Maschine. Ja, das war jetzt ein kleines Beispiel, wie man mit PowerShell Direct irgendwas machen kann. Das heißt, wir haben ja gesehen, dass man kann auf einer Virtual-Maschine, die gar keine Netzwerkkarte hat, über einen Host auf diese Maschine zugreifen, Daten reinkopieren, Dateien reinkopieren. Man kann Netzwerkkarten auslesen, man kann damit alles, eigentlich alles machen, was mit PowerShell möglich ist. Das ist ziemlich viel. Netzwerk neu konfigurieren, irgendwelche Ordner vorherstellen, kreieren, löschen, etc. etc. Und wann hat die dann Netzwerk und kann dann ganz normal über irgendwelche anderen Tools zusätzlich noch konfiguriert werden oder so in der Art. Ja, ich hoffe, das hat euch gefallen, diese kleine Session am Morgen. Ich wünsche euch einen erfolgreichen Tag. Egal wann ihr das anschaut, abends oder morgens. Ich habe es jetzt morgens gedreht. Ich hoffe, es gefällt. Wenn es euch gefällt, gerne mal liken oder unter abonnieren. Ich mache weitere Sessions zu verschiedenen Themen und schreibt in den Kommentaren ruhig, was euch gut gefallen hat, was euch nicht gut gefallen hat, was ihr vielleicht noch mehr sehen möchtet, wie man Kadenzen speichert, wie man vielleicht Netzwerkkonfiguration durchführt, keine Ahnung, etc. Schreibt mir einfach rein in die Kommentare, würde ich mich freuen. Ja, vielen Dank, einen erfolgreichen Tag wünsche ich euch. Das war Alexei Kusnir und ja, gutes Gelingen, bis dann, tschüss.